Ja, hallo, mein Name ist Henrik Stahr. Ich bin vom Gut Hirschaue. Wir bewirtschaften mit meinem Bruder einen landwirtschaftlichen Biobetrieb und halten Tiere und verarbeiten diese auch direkt in der eigenen Hoffläscherei. Mein Name ist Henrik Stahr. Ich komme vom Gut Hirschaue und ich bewundere das, wie im Prinzip viele natürlich versuchen, mit einer Struktur, die noch nicht da ist, anzufangen, Landwirtschaft zu betreiben und dann auch Vermarktungsstrukturen zu organisieren. Ich muss dazu sagen, ich und mein Bruder oder mein Bruder und ich, so rum, wir hatten das große Glück, dass wir diese Strukturen schon übernehmen konnten, weil unser Vater kurz nach der Wende sich entschieden hat, sich in der Landwirtschaft selbstständig zu machen und dann sich auf eine Nischenproduktion und Ökolandbau 1992 besonnen hat und wir das jetzt übernehmen konnten. Das ist auf der einen Seite erstmal gut, dass man arbeiten kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine große Bürde, denn unsere Aufgabe ist natürlich, die Flächen, die jetzt schon mehr als 25 Jahre nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet werden, auch weiter auf dem Status zu erhalten und dafür Sorge zu tragen, dass dieses Gebilde, so wie es heute vielleicht gar nicht mehr geschaffen werden könnte aus dem Nichts, wenn man als Absolvent irgendwo von einer landwirtschaftlichen Hochschule kommt und sich selbstständig machen möchte, dieses eben auch so zu erhalten. Denn die Flächenkonkurrenz ist eben massiv geworden mittlerweile und wir sind froh und sind uns auch bewusst über das, was wir dann im Prinzip haben und weiter bewirtschaften dürfen. Wir haben uns auf den kritischsten Bereich der Lebensmittelerzeugung spezialisiert und konzentrieren uns darauf, und das ist die Fleischerzeugung. Und wie ich immer gerne bei Schülergruppen sage, ja, also man kann viel über Lebensmittel reden, aber wenn man eben Fleisch und Wurst essen will, muss man die Tiere dann schlachten. Und dementsprechend ist das natürlich immer die Frage, wie verantwortet man das und wie macht man das? Und da steckt dann natürlich auch aus unserer Sicht drin, dass man natürlich bestmöglich einerseits die Tiere und die Produkte verwerten sollte. Und natürlich ist heutzutage auch jedem klar, dass das ganze Tier verwertet werden muss und möglichst alles in die Verwertung kommt. Die Frage ist nur, und dafür ist es halt gut, dass es so ein Forum gibt, was sich heute noch rege hoffentlich auch austauscht: Wie kriegt man alle Teilstücke dann tatsächlich frisch am Schlachttag in den Umlauf, ne? Es ist nämlich ein Unterschied, ob ich eine Forelle dann oder ein Hühnchen dann in den Markt bringe und der Gastronom kann das ganze Hühnchen verarbeiten, oder ob ich eben ein ganzes Rind irgendwo dann bearbeite. Und da ist es natürlich klar, kann man nicht davon ausgehen, dass der Gastronom sagt: Super, darauf habe ich nur gewartet. Jetzt machen wir ein komplettes Menü nur aus dem ganzen Rind. Fangen wir an, 10 Gänge, fangen wir vorne an und hören hinten auf. Und innerhalb von 14 Tagen ist das ganze Rind verkauft. Das funktioniert nicht. Aber die Chance, die in so einem Zusammenschluss liegt, ist natürlich die, dass man sich deutlich besser abstimmen kann, deutlich besser sagen kann: Okay, wenn wir schon Tiere benötigen und auch tierische Produkte mit aufs Tableau heben wollen, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man sich dann eben abstimmt. Wenn dann eben der eine den Rückenspeck nimmt, der andere die Schulter, der nächste die Lende, und man dann darüber natürlich nicht in die Situation kommt, dann die Schockfrostvariante in Betracht ziehen zu müssen, die ja auch nicht immer sehr beliebt ist und die natürlich dann in der Struktur heute der heutigen Gastronomie natürlich ja auch entsprechende Lagerkapazitäten erfordern würde, die es ja in aller Regel in der Fülle auch nicht gibt, um jetzt mal so ein ganzes Rind mal eben in alle möglichen Fächer zu verstauen, ne?
Und das ist so die Herausforderung, der wir uns stellen. Jetzt habe ich von Rind gesprochen, wir halten gar keine Rinder. bei uns ist es so, dass nach der Wende mein Vater überlegt hat, was kann man denn irgendwo machen, was kann man als Nischenprodukt erzeugen, wo es eine Nachfrage gibt, denn mein Vater kam aus der Planwirtschaft und von einem Tag auf den anderen hat er die Erfahrung gesammelt, dass man mit dem, was man an Menge erzeugt, plötzlich ja auch die Produkte verkaufen muss. Ne? Und das war gar nicht so einfach. Und im Osten war es damals so mit der Wende, dass die typischen Produkte, die man so brauchte, um das tägliche Leben zu bestreiten, die waren auch nicht gerade sehr stark nachgefragt, weil einfach es wunderbare bunte Werbung gab im ersten und zweiten deutschen Fernsehen und bei den privaten, die Produkte eben beworben haben, die sich die Leute dann endlich auch im Konsum oder Supermarkt kaufen konnten, und dementsprechend waren die heimischen Produkte nicht so in. Dann hat sich mein Vater auf eine Nische besonnen, und zwar die landwirtschaftliche Wildhaltung, und hat dann begonnen, weil die Nachfrage nach Wildfleisch in Deutschland deutlich größer ist als das Angebot. 60% kann nur mit Wild aus heimischer Jagd gedeckt werden. Dann Dammhirsche und Rothirsche im Gehege zu halten, und dazu kam dann in unserer Fruchtfolge noch eine Schweinehaltung, wo wir dann eine Kreuzung aus deutschem Sattelschwein und Wildschwein in Ganzjahresfreilandhaltung halten. Die Besonderheit dabei ist, dass wir die komplett bei uns in der Verarbeitung verarbeiten können und dass die auch auf der Weide geschossen werden können, weil es eben eine Kreuzung ist mit Wildschwein, und damit nickt das Veterinäramt ab und sagt, ja, Weideschuss geht, weil es ja eine landwirtschaftliche Wildhaltung wäre sonst nicht möglich, muss man sich mal vorstellen, weil irgendwann in den 80er Jahren eine Tierschutzschlachtverordnung erlassen wurde, die im Prinzip komplett ausgeblendet hat, dass es idealistische Haltungssysteme gibt und im Prinzip eine Freilandhaltung von Schweinen gar nicht mehr gedacht war. Also theoretisch dürfte man Schweine heute nur, Hausschweine, nur im Schlachthof mittels Elektrozange oder CO2 ins Jenseits befördern, im Ausnahmefall mit dem Bolzenschussapparat. Und bei uns werden die eben durch diese Einkreuzung noch auf der Weide geschossen. Aber da kommen wir gleich zum nächsten Problem. Es sollen ja hier so Probleme auch besprochen werden. Und für uns aktuelles Problem ist das, was aus dem Osten kommt. Das ist ja in der Regel nichts Schlimmes, außer jetzt die Kälte der letzten Tage, die vielleicht dem einen oder anderen außer heute vielleicht aufs Gemüt schlägt. Aber bei uns ist jetzt die afrikanische Schweinepest natürlich diejenige, die immer näher ranrückt, und die ist natürlich eine Gefahr für die Freilandschweinehaltung. Das heißt, unsere große Aufgabe ist es jetzt aktuell, den Schweinebestand so weit erstmal zu reduzieren, dass wir im Notfalle alle Schweine, leider wird es nicht anders laufen, dann aufstallen könnten. Ne? Und das ist jetzt gerade so die aktuelle Situation, um die wir uns gerade kümmern. Ne? Das heißt, jetzt würden natürlich die gewieften Leute sagen, ah, super, dann wird jetzt das Schweinefleisch bei Gut Hirschauer sehr günstig. Ist natürlich ein Ansatz, und da gehen wir natürlich auch ein Stück weit mit, aber wir können halt nur so weit mitgehen, wie wir das auch betrieblich dann verknusen können. Ist auf jeden Fall sinnvoller als das, was es nachher von der Tierseuchenkasse gibt. Ne? Okay, ja, wenn es noch Fragen gibt, gerne später mehr. Ansonsten würde ich jetzt, habe ich meine 10 Minuten, glaube ich, rum. Wie macht ihr denn die Logistik? Wie habt ihr das gelöst? Tiere sind ja doch nochmal komplexer, hast du gesagt, als ein Huhn oder als ein... Ja, also wir haben die Logistik gelöst, Gott sei Dank, mit einem kleinen Transportdienstleister, der ein paar Orte weiter wohnt, der jeden Tag eine Runde nach Berlin und Potsdam fährt, und dem wir dann unsere Kisten frühmorgens ins Auto stellen und der dann die Ware für uns ausfährt gegen Gebühr. Das ist ja allgemein üblich, ist aber auch super, weil der das sehr individuell auch ausliefern kann. Das ist eine schöne Sache, und kann aber leider nicht jeder. Ne? Aber eine eigene Logistik mit eigenem Kühlfahrzeug und eigenem Mann, der dann wirklich die Kunden abfährt einmal die Woche, wäre für uns natürlich deutlich kostenintensiver. Das haben wir auch festgestellt. Wir hatten mal ein Kühlfahrzeug und hatten einen Mann, und dann hatte der Mann einen Unfall mit dem Fahrzeug, und das war erstmal schon doof. Und hinterher sage ich, okay,
Da hat sich natürlich auch eine Chance ergeben. Aber für uns aktuell der Vorteil, das ist halt nicht DHL, sondern ein privater Dienstleister, der eigentlich wie ein Mitarbeiter fungiert, nur dass er selbstständig ist und dementsprechend, weil er eben auch noch andere Waren fährt, deutlich günstiger ist als die reine Logistik, die wir nur erbringen müssten, um nur unsere Produkte wegzubringen. Aber es hat sich auch gezeigt, dass es zum Teil mit Gemüse aus unserer Region nicht immer kompatibel ist, weil bei uns im Prinzip alles vorkommissioniert wird am Vortag, etikettiert und kommissioniert wird am Vortag und früh morgens um 6:30 steht dann der Kurier da, lädt die Ware und fährt sie dann weg, um sie dann auch pünktlich zu den Abnehmern zu bringen. Und unsere umsässigen Bioland-Gärtner, die bei uns direkt im Umfeld ansässig sind, da ist es so, dass die dann natürlich noch bei der Ernte sind, ne, und noch nicht die Ware verfügbar haben, um sie dann tatsächlich auch ausliefern zu müssen. Das heißt, da müsste man auch ein bisschen gucken, wo sind da die Schnittmengen und wie kann man das sinnvoll gestalten. Ne? Wie schätzt du die Vielfalt ein an Gastronomen, die verschiedene Stücke abnehmen? Ist das gut verteilt oder wollen alle nur dieselbe Stücke? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, die Lösung dafür, wenn es nicht klappt, ist für die meisten Tiefkühlen. Und da bin ich wieder bei einer Sache, die bei dem Thema Qualität, was ich vorher angesprochen habe, das ist natürlich bei den allermeisten Teilnehmern einen Qualitätsverlust und häufig kannst du es dann auch für einen niedrigen Preis nur verkaufen, oder? Gibt es den Ansatz, die Produkte, die man nicht, oder die Teilstücke, die man nicht sofort verkaufen kann, zu veredeln und Schinken zu machen? Gibt es jemanden in der Stadt oder im Umland, der hochqualitativ Schinken am Knochen macht und räuchert und aufhängt, etwas, was wirklich gut ist? Gibt es sowas? Dieser Ansatz ist natürlich für uns auch immer angedacht oder von uns auch mitgedacht und uns bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als bestimmte Teilstücke in die Veredelung dann zu geben. Ein Teil können wir in unserer Hoffleischerei selber veredeln. In Knochenschinken, na, über lange Zeit gereift, das können wir selber aktuell in der Form nicht, ne, weil uns da die Reifemöglichkeiten, die Reiferäume fehlen. Die sind aktuell bei uns schon zwei Reiferäume, die wir im Betrieb haben, mit Rohwurst weitestgehend und dann in einem normalen Hirsch- und Schweineschinken geräuchert ausgefüllt. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Also man kann, also ich habe natürlich auch immer dann schon Teilstücke gesammelt, zum Beispiel ausgelösten Rücken zum Beispiel, ne, wenn der mal dann drüber sein sollte, ganze Lachse, die ich dann nur zu einer bekannten Fleischerei geben kann, die auch von uns Produkte bezieht, die aber leider nicht, absolut nicht regional ist, sondern die dann eben in Hof ansässig ist und die könnten dann aber eine Edelschimmel gereiften Schinken machen, also der nicht geräuchert ist, der mit dem Edelschimmel überzogen ist. Ne? Und das ist natürlich eine Alternative, das machen wir so, wie es geht, ne? Und überdenken und überlegen das auch. Und ansonsten ist es halt so, zu den Möglichkeiten, die du angesprochen hast, das kommt nicht, also die Vielfalt macht es dann, ne? Ob man dann ein ganzes Tier verteilen kann. Und die Vielfalt macht es darüber, dass natürlich jeder Gastronom auch ein anderes Konzept hat. Also im Prinzip und natürlich auch sich anders wandeln und wenden kann. Es gibt die, die eine ganz feste Karte haben und sagen, okay, ich muss jetzt wenigstens 3 Monate die Ware haben, um diese Karte kochen zu können. Dann gibt es die, die eben auch regelmäßig wechselndes Tagesangebot haben. Dann gibt es die, die eben viel Laufkundschaft haben. Und das ist dann natürlich die Frage, je vielfältiger dieser Kreis ist, umso besser sagt der eine, hier zum Beispiel die Lammkoteletts, die kann ich gut aktuell ins Mittagsangebot nehmen auf die Tageskarte. Ne? Und der nächste sagt, oh, ich nehme die Haxen
die sind super, und der nächste sagt, ich nehme eben die Keule. Ne? Also wie gesagt, je vielfältiger das ist, umso besser geht es. Und aktuell ist es tatsächlich auch so, dass wir alles, was wir nicht direkt als Frischfleisch veredeln können, das wird bei uns schockgefroren und wird dann andersweitig in die Wurstverarbeitung dann eingesetzt. Aber natürlich ist das auch wieder eine Frage der Qualitätseinbuße, denn eigentlich haben wir als erzeugende Betriebe wahnsinniges Glück. Wir können bei uns zum Beispiel eine super Warmfleischverarbeitung machen. Also wir können das Tier schlachten und können es direkt vor Ort innerhalb von anderthalb Stunden in die Wurst tun. Und damit hat man natürlich einen Qualitätsvorsprung ohne Ende, denn damit hat man dieses typische Warmfleischaroma. Ne? Und das ist dann mit einem kalten Fleisch in der Form nicht machbar. Also da spielen viele Faktoren immer mit zusammen. Ne?